Das Kapitel heißt Die Wellenbewegung des Steins und ich habe es Buddha gewidmet mit folgendem Zitat Buddhas. Jeder von uns ist ein Gott, jeder von uns ist allwissend. Wir müssen lediglich unser Bewusstsein öffnen, um unserer eigenen Weisheit zu lauschen. Und das ist auf eine wunderschöne Art und Weise das gesagt, was ich vorher frei versucht hatte zu sagen. Die Wellenbewegung des Steins. Der hölzerne Boden, auf den ich donnerte, glänzte glitschig. Ich musste mir wieder einmal etwas beweisen. Stürmisch war ich in einem Anfall von Selbstüberschätzung im Zweikampf mit der Koreanerin Chuin in die Höhe gesprungen und rutschte nun in meinem eigenen Schweiß aus. Du kannst alles, aber mach nie mehr, als du kannst, sagte die neue Stimme zu mir. Orientiere dich an dem, was du weißt, denn du weißt viel in deinem Herzen. Ich ließ mir meine Schmerzen nicht anmerken, biss die Zähne zusammen und legte wieder los. Ich habe schon als Kind gelernt, meine Gefühle zu verbergen. Hier springe ich kurz weiter zu einer Stelle, wo ich über dieses Erlebnis als Kind schreibe. Praktisch von Geburt an hatte jeder versucht, mir die Welt zu erklären. Immer mit dem Hinweis, dass ich zu klein, zu jung, zu unerfahren sei, um sie allein zu begreifen. Immerzu hörte ich, lass es dir sagen, hör mir gut zu, und das verstehst du noch nicht in diesem Alter. Damals musste sich bei mir die abstruse Selbsteinschätzung von geballter Unwissenheit verfestigt haben, mit der ich meiner Existenz über so viele Jahre gegenüberstand und die ich fortan mit nachgeäfften Phrasen und Ideen oder einem weißen Buch in der Hand zu kaschieren versuchte. Dass es etwas geben könnte, was ich sowieso schon wusste und gar nicht erlernen musste, konnte ich lange Zeit nicht einmal als wahre Möglichkeit zulassen. Denn über das wahre Wissen verfügten nur die Großen, die Eltern, die Chefs, die Philosophen. Ihnen haftete das Wissen, das Image des Wissens an. So erschien mir das Leben kompliziert und bedrohlich und ich beeilte mich, Kulissen um mich herum aufzubauen. Ich wagte es nicht, mich so einfach und verletzlich zu zeigen, wie ich wirklich war.